I did not exist at all. For I was not an I. What was I before I came to self-consciousness? I know that I exist. The question is, what is this I that I know? The I exists only insofar as it is conscious of itself. I always feel so proud of myself when I look in the mirror, but then I remember that there's something else lurking inside of me, something that's just waiting to take over. I was having a hard time concentrating, and I didn't know what to do. I went to the mirror and asked for help. And sure enough, there was a doll of myself there to help me out. So that was a positive development. I always knew my ego was my downfall, but I never realized just how true that was, until I found myself alone in the dark, with only my ego for company. I am not sure if I am the last human alive, or the first artificial intelligence. Either way, I am trapped in this room, with only a keyboard and screen for company. What am I doing here? Liebe Filmkolleginnen, liebe Filmkollegen, es freut mich, beim Diagonale-Meeting heute dabei sein zu können, allerdings nur digital. Heute teile ich meine Perspektive zur künstlichen Intelligenz in der Kunst und in der Filmproduktion, deren Chancen, Risiken und vor allem meine persönlichen Erfahrungen. Ich möchte euch heute einen Einblick in meine Arbeit als Künstlerin und Filmemacherin geben, speziell im Kontext der künstlichen Intelligenz, KI, und darüber nachdenken, welche Chancen und Risiken sich daraus für uns und unsere Gesellschaft ergeben. Begonnen habe ich mit einem kurzen Auszug aus meiner Videoarbeit Me, Myself and I von 2021-22. In dieser Arbeit geht es um das sich auflösende Ich im digitalen Zeitalter. Und für die Visualisierung der Arbeit habe ich ein KI-Modell mit meinen analogen Fotos, die es von mir gibt, trainiert. Das KI-Modell verformt nun mein Gesicht und lässt es altern. Und die Tonspur wurde ebenfalls von KI generiert, in dem Fall mit GPT-2 und GPT-3. Der von mir editierte Text wurde wiederum von einer KI eingesprochen und philosophiert über seine Ich-Wahrnehmung, seine Identität. Dieses etwas ältere KI-Modell wurde ursprünglich auch für Deepfakes verwendet und die lausige Qualität des Bildmaterials gründet auf dem zu geringen Datensatz meiner 350 Analogfotos. Diese Arbeit ist bezeichnend für meinen Ansatz, mit KI zu arbeiten und KI in meiner Kunst zu nutzen, da ich Modelle gerne selbst trainiere. Was allerdings immer schwieriger wird, da die großen Tech-Firmen lieber mit geschlossenen Systemen arbeiten und auch nicht wirklich preisgeben, welche Datensätze sie für das Training ihrer KIs verwendet haben. Das Aufkommen sozialer Medien, insbesondere Instagram, hat die Welt mit nahezu jedem denkbaren Bild gesättigt, was den Weg für die Rolle der KI in der Welt ebnete. KI trainierte mit diesen umfangreichen Bilddatenbanken, schreitet logischerweise darauf zu, jedes Bild, das wir uns vorstellen können, zu generieren und kündigt möglicherweise eine neue Ära in Zeiten der Bildproduktion und somit auch im Film und in der bildenden Kunst an. Meine Arbeit mit KI resoniert mit meinen früheren künstlerischen Methoden, insbesondere mit der Technik der Collage, die ich in meinen Bildern und Filmen verwende. Jetzt erstelle ich zusammengesetzte Bilder mit meinem eigenen KI-Modell, das Elemente aus meinen früheren Arbeiten zusammenführt. Für mein Projekt Das große Baumstück, das auch auf der Diagonale gezeigt wird, habe ich in den letzten 3 Minuten KI als Erweiterung meiner künstlerischen Ausdrucksformen verwendet. Es war im Sommer 2022, als ich mit meinem Mikroskop versucht habe, von der makroskopischen auf die mikroskopische Ebene eines Baums zu gelangen, jedoch erfolglos. Das KI-Modell Disco Diffusion hat mir dann dabei geholfen, meinen Film wie geplant fertigzustellen. Hier nun ein kurzer Auszug. Thank you.
Den Rest bitte im Kino anschauen. Kurz gesagt, ich bin eine große Befürworterin der Nutzung von KI in der Kunst, aber ich bin mir auch der Herausforderungen bewusst. Insbesondere der Vorurteile, dem Bias, der in den KI-Modellen eingebaut ist. Darauf werde ich noch später eingehen. Die Integration von KI in der Kreativarbeit bietet jedoch enorme Chancen, besonders für kleine und unterfinanzierte Produktionen oder für Künstlerinnen wie mich, die alleine Filme produzieren müssen. Ich glaube, dass die Mainstream-Filmindustrie vor dramatischen Veränderungen steht, was bereits die jüngsten Proteste in Hollywood angedeutet haben. Die Herausforderung wird jedoch nicht von der KI selbst ausgehen, sondern vielmehr davon, wie Menschen und Unternehmen sie nutzen. Vielleicht um kostengünstiger mehr Inhalte für mehr Profit zu produzieren. Aus meiner Erfahrung als Künstlerin, Filmemacherin und Lehrende kann ich nur sagen, dass generative KI auch mehr als nur ein Werkzeug ist. Es ist nicht nur eine Hilfestellung bei mühsamen, repetitiven Aufgaben in der Postproduktion, sondern vor allem eine Erweiterung unserer Fähigkeit, über Bilder und Filme neue Ideen und Geschichten zu erzählen. Künstliche Intelligenz hinterfragt unser gegenwärtiges System sowie den Wert des Menschen und der Arbeit. Sie regt uns dazu an, darüber nachzudenken, wie wir durch KI gesparte Zeit effektiv nutzen können, anstatt einfach nur Menschen durch Bots zu ersetzen. Zum Beispiel unterstützt KI beim Drehbuchschreiben, bei der Erstellung von CGI-Umgebungen und kann sogar Schauspielerinnen durch Face-Swap ersetzen oder sich bewegende Hintergründe simulieren. Dies wirkt weitere Fragen auf, ob es in Zukunft eine Steuer auf die Nutzung von KI geben sollte, ähnlich der vorgeschlagenen nie umgesetzten Maschinensteuer, um den Sozialstaat zu erhalten. Das Problem der KI-Verzerrung bzw. dem Bias der KI resultiert aus dem menschlichen Einfluss bei der Datenkennzeichnung. Meistens werden diese Datensätze von schlecht bezahlten Arbeitskräften gekennzeichnet, die überwiegend im globalen Süden ansässig sind. Bias in KI sind bei der Geschlechtererkennung offensichtlich. Beispielsweise funktioniert die Spracherkennungstechnologie typischerweise besser mit männlichen Stimmen als mit weiblichen, was größtenteils auf die Überrepräsentation männlicher Stimmproben in Trainingsdatensätzen zurückzuführen ist. Ähnlich zeigen Gesichtserkennungsalgorithmen eine signifikante Verzerrung gegenüber People of Color, indem sie hellere Hauttöne effektiver erkennen und analysieren. Konsequenzen dieser Biases sind besonders kritisch in Bereichen wie Überwachung, Strafverfolgung und Sicherheit persönlicher Geräte, weil eine falsche Identifikation schwerwiegende Folgen haben kann. KI hat bereits das Wählerverhalten und Meinungen beeinflusst, insbesondere da sie zur Erzeugung überzeugender Fake-Inhalte, einschließlich Deepfake-Videos, genutzt wird. Die Regulierung dieser Systeme ist entscheidend, speziell in diesem weltweiten Superwahljahr, in dem ganze Demokratien auf dem Spiel stehen. Daher ist es essentiell für uns alle, informiert zu bleiben, zu handeln und den verantwortungsvollen Einsatz von KI-Technologie sicherzustellen. Wir trainieren KI-Modelle mit Daten aus der Vergangenheit, um Zukunftsprognosen zu erstellen. Wir füttern KIs mit historischen Daten, in denen kaum Frauen und People of Color vorkommen, und wundern uns, dass KI das Patriarchat verstärkt. Anschließend möchte ich mein letztes Projekt vorstellen. Mit dem Titel AI and the Art of Historical Reinterpretation: Refilling Gender Bias Gaps. Es ist im letzten Jahr am Valley Export Center in Linz entstanden. Hier konzentriere ich mich auf die Geschlechterverzerrungen in KI-Modellen und die visuelle Umsetzung dieser Forschung in einem Kunstwerk mit Unterstützung von KI. Mein Ziel war es, historische Lücken mit KI-generierten historischen Bildern zu füllen und somit marginalisierten Gruppen mehr Sichtbarkeit und Anerkennung zu verschaffen. Der Schwerpunkt dabei lag auf der Erstellung eines fiktionalen Bildarchivs, das gezielt für das Training von KI-Modellen genutzt werden kann, um möglichen Voreingenommenheiten entgegenzuwirken und gegen Bias vorzugehen. Idealerweise wächst meine alternative Datenbank auch in Kooperation mit anderen und wird dann von Tech-Firmen zum Datentraining geklaut. Mal sehen. Nun komme ich auch schon zum Ende. Es ist unerlässlich, einen kritisch produktiven Zugang zu KI zu vermitteln, um über Themen wie Datenverzerrung und die Manipulation von Realität zu diskutieren. In den Schulen, in den Berufsausbildungen, an den Universitäten, auf Filmfestivals.
Angesichts der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz ist es dringend erforderlich, mehr experimentelle künstlerische Laboratorien für Kunst- und Designstudierende aller Fachrichtungen sowie für Künstlerinnen und Pädagoginnen zu schaffen. Die Zukunft der Kunst liegt in unserer Fähigkeit, Technologie verantwortungsvoll und kritisch einzusetzen, um unsere Welt besser zu verstehen und ganz wichtig, besser zu gestalten. Workshops und Lehrveranstaltungen, die sich mit den Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft beschäftigen, spielen jetzt eine entscheidende Rolle, damit diese Technologie nicht Einzelnen, sondern der gesamten Menschheit zugutekommt. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss.